Jojo da draußen, ich bin's, der Fly. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir schauen uns heute ein paar Random-Videos an. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Wenn ihr Bock habt, dass ich ein bestimmtes Video schaue, schreibt's einfach in die Kommentare oder kommt auf meinen Discord-Channel. Link dazu findet ihr in der Beschreibung und postet dort einfach in den Channel Videovorschläge. Und dann schaue ich mir vielleicht diese Videos auch an. So, wir sind auf dem Kanal People Are Still Idiots und wir schauen die War Dude Compilation. Also, ich bin gespannt, was wir dort zu sehen kriegen. Ich will gar nicht weiter schnacken, also los geht's. Okay, es geht darum, dass Leute irgendwas Besonderes können oder zeigen oder was auch immer tun. Und das kann ich natürlich auch. Das mache ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, falle ich so aus dem Bett. Hä, was? Hä? Hä, wie geht das denn? Hat der jetzt quasi diese Haarsträhnen von vorne blau markiert und von hinten so rot-rosa? Oder, hä, wie geht das? Hä, what the f... Nee, die ändern... Das sieht so aus, als ob die Farbe ändern. Hä? Ja, ich hör mal. Oder es sind einfach irgendwelche Cyborg-Implantate, die er sich in den Kopf gesteckt hat oder so. Ich weiß es nicht. Alter, das sieht mega geil aus. Okay, die kenne ich schon. Das ist, glaube ich, der Typ, der... also der Hintere verrät einfach immer den Zaubertrick, wie das geht. Aber den Trick kenne ich noch nicht. Ist immer so locker da im Hintergrund. Ich finde das so geil. Ich liebe die Typen. Von denen gibt es ein paar geile Videos. Ah, kommt noch eins. Okay. Hä? Hä, habe ich jetzt was verpasst? Moment, wo war denn jetzt der Trick? Okay, er hat auf einmal auch die Zigarette oder eine Zigarette, die er benutzt. Und dann? Okay, man erkennt es irgendwie gar nicht so richtig, was er macht. Ich glaube aber, die lässt sich so rein- und rausziehen oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder es ist einfach die... Nein, es ist die Zigarette, die er... Ach so, er lässt die wahrscheinlich in seiner Hand verschwinden und dann unten fallen. Und dann hebt er sie auf. Ne? So ist das, glaube ich, oder? Nee, aber der Filter ist doch klar zu sehen, dass er nach oben gedrückt wird und nicht in seiner Hand verschwindet. Ich check's nicht so ganz. Wenn ihr das checkt, gerne unten in die Kommentare rein, weil das ist ein bisschen verwirrend. Oh, oh, oh. Hier, X Games. Flat to ground, Andrew. Jawohl. Ja. Sehr geil. Ja, schöner Trick. Oh mein Gott. What? Alter! Alter, das sieht so aus, als ob der an einem Seil hängt, oder was? Hä? Der macht das... Oder, macht er das so schnell, oder was? Oh mein Gott! Ich würde mir beim Versuch wahrscheinlich schon die Beine brechen, ey. Alter Falter! What? 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 Macht das niemals bei eurem Trampolin im Garten, was euch eure Eltern irgendwann mal bei einem ranzigen Laden gekauft hat. Macht das niemals nach. Die Dinger können reißen. Die Dinger können echt reißen. Ich glaube, das war ein bisschen teureres Trampolin. Das war schon richtig krass. Alter. Boah. Okay, TikTok. Alter, füllt die gerade diese Luftpolsterfolie mit Farbe, mit Bumblebee. What the fuck? Alter, so viel Geduld hätte ich niemals im Leben. Okay. Es gibt übrigens ein Video, wo Leute
mit keine Ahnung, 50 oder ich weiß nicht wie viele dieser Kostüme irgendwie in so einen Laden oder so stürmen. Sieht ultra lustig aus, aber ich glaube, die Ladenbesitzer haben dann auch die Polizei gerufen, weil du weißt ja nie, was die vorhaben. Es kann ja auch Versuch sein, irgendwas zu klauen oder so. Ich gucke am Ende des Videos mal, ob ich es noch finde, dann zeige ich euch das. Hat man jetzt schon ein paar Mal gesehen auf irgendwelchen Shows, aber immer noch beeindruckend. Alter! Wo kommt das alles her? Es muss ein paar Stockwerke gewesen sein. Das war, glaube ich, nicht nur diese Etage, oder? Und warum machen die das? Wer sammelt das auf? Und hallo? Okay. Das ist ein wenig schnell. Wow. Das ist jetzt nicht Haut, ne? Ja, ich wollte gerade. Das ist gezeichnet! Das ist alles gezeichnet! Okay, trollt mich doch, oder? Hä? Moment. Nein, das ist nicht gezeichnet. Hier geht ja das Glas über den Papierrand hinaus. Oder das Ganze, was wir sehen, ist die Zeichnung. Inklusive dieser Steine im Hintergrund. Nein, die Glasscheibe wackelt ja auch. Hä? Die wackeln ja auch. Ich check's nicht. Hä? Das ist so... Buh. Okay, vielleicht ist es auch irgendwie Plastik, was sich super schnell verformt und wieder in die Ursprungsform irgendwie zurückgeht oder so, aber... Hä? Wie geht das? Ich weiß es nicht. Ich habe echt gedacht, das sind Zeichnungen. Alter Falter. You're nice. Let's get it. Come on. Oh yeah. Okay. My boy's on right here. Huh. Ja, gut. Kann man machen. Wow. Das habe ich mal früher, als ich noch klein war, in so Stuntveranstaltungen tatsächlich gesehen, aber das gibt's irgendwie in Deutschland nicht mehr, ne? Weil es zu gefährlich ist oder ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall ultra beeindruckend. Wenn der jetzt ein bisschen zu wenig Gas gibt oder so im Auto, dann fällt das ganze Auto runter oder sowas. Das ist nicht gut. Okay. Okay. Wow! What? Bitte was? Ehrlich jetzt? Boah. Das kenne ich auch schon, das ist ein One-Shot. Man sieht unten das Bild, wie es rüberkommt vom Kameramann. Im Prinzip ändert sich, wenn die Kamera nicht hinguckt, die ganze Zeit das ganze Set. Man sieht unten jetzt die Frau, oh, sie zieht die alten Möbel raus in der alten ranzigen Wohnung und im Hintergrund wird direkt die ganze Wohnung wieder umgestellt. Von den Leuten, das ist ein kompletter One-Shot gewesen. Aber man sieht leider nicht das Resultat. Das ist, glaube ich, auch eine Werbung zu einer Serie oder so gewesen mit Jim Carrey. Und am Ende ist die Wohnung halt mega modern und super krass. Und ich weiß nicht, ob ich das Video nochmal finde und euch irgendwie in den Kommentaren, in der Beschreibung verlinken kann. Wenn ja, ist es dort. Schaut dort nach. Was ist da passiert? Ich hab's nicht gesehen. Ich muss nur mal gucken. Habe ich was verpasst? Ach so, er wollte ihn abwerfen und er hat mit seinem Flickflack... Okay, oder wie auch immer. Was?
Hä, was? Moment, wie? Was? Coole Schnitte, geil. Geiler Scheiß, Leute. Huh, also da waren einige Dinge bei, die haben echt meinen Kopf ein bisschen zum Nachdenken und Explodieren gebracht. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen geilen Daumen hoch. Und wie gesagt, wenn ihr Videovorschläge habt, unten in die Kommentare und auf den Discord, wenn ihr Bock habt, einfach drauf joinen. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Folgt mir vielleicht und lasst vielleicht die Glocke auch da unten. Und ich würde mich freuen. Also, ich bin raus. Goodbye, euer Fly.